So, kommen wir jetzt zur Aufgabe 16, eine Mahnung erzeugen. Wir öffnen unter Extras das Mahnwesen. Wir haben im Mahnwesen die Möglichkeit, Mahnung 1, 2 oder 3 zu erzeugen oder eine Inkassostufe. Laut Aufgabe nehmen wir die Mahnung 1. Der Stichtag ist der 1.2. 2012. Das ist also der Tag, an den wir mahnen. Wir haben hier gebucht bis, das heißt also, wann wir letzte Mal auf unser Konto geguckt haben, wann die letzten Geldeingänge eingegangen sind. Also man kann erste, zweite oder Tage davor nehmen. Bei uns auf der Aufgabe 1.2.2012. Dann haben wir Fristsetzung, also bis wann derjenige bezahlt haben muss. Das ist bei unserem Beispiel 8.2.2012. Wir tragen unter Bearbeiter ein, wer die Mahnung bearbeitet. Das ist Frau Ordentlich. Es soll bei uns eingestellt sein, bereits gemahnte Rechnungen sollen in der Liste aufgenommen werden. Wir wollen, dass mehrere Mahnungen, also mehrere Rechnungen eines Kunden zusammengefasst wird in einer Mahnung. Deswegen kommen hier immer diese Haken rein. Gutschriften sollen berücksichtigt werden, also ein Haken rein. Mahngebühr anrechnen, das heißt also pro Mahnung 5 Euro. Deswegen steht das hier hinten drin. Verzinsung des befälligten Betrages auch anhaken mit 8,5%. Wir haben deutsche Zinsrechnung und Beträge mahnen wir ab 1 Euro. Also setzen Sie hier die Haken so, wie es in der Aufgabe steht. Dann bitte auf Weiter. Sie sollten jetzt vier Mahnungen zu sehen haben. Drei Mahnungen sind von dem Debitor Kleidungsgroßhandel Müller und eine Mahnung ist von der Ausbeuter AG. Dann klicken wir hier auf den Button Mahnung und er öffnet uns das Druckmenü und ich kann sagen, ob ich meine Mahnung drucken möchte, mit wie viel Kopien oder das, was ich jetzt hier mache. Ich sage, ich exportiere meine Mahnung als PDF-Datei. Hier unten kann ich meine Mahnformulare auswählen. Standardmäßig sind zwei Mahnformulare enthalten. Ich nehme das Mahnformular 1, sage Ausgabe. Er fragt mich wieder, wo ich es speichern möchte. Ich speichere es bei mir unter Desktop und nenne es Mahnung 1, Dateityp PDF, sage Speichern und er erzeugt mir jetzt mein Mahnformular. Und erst jetzt in diesem Punkt setze ich die Mahnung. Also das heißt, also wenn ich jetzt hier Nein sagen würde, würde alle Eingaben, die ich bis jetzt gemacht habe, unnütz gewesen sein. Also erst hier setze ich die Mahnung, also sage ich Ja. Und jetzt zeigt er mir mein Formular an. Jetzt öffnet er die PDF. Und Sie sehen, Großhandel Müller hat drei Mahnungen mit Gebühr und Zinsen. Hier den Gesamtbetrag. Und die Ausbeuter haben eine Mahnung, auch mit Gebührenzinsen und neuen Gesamtbetrag. Ich minimiere das einfach mal. Jetzt schaue ich mir mal an, welche wir wirklich gemahnt haben. Nochmal unter Ansicht. OP Debitoren. Wirtschaftsjahr 2012 ist richtig. Und jetzt sehen Sie gleich alle offenen Rechnungen, die meine Debitoren haben. Ich vergrößere das hier mal ein bisschen. Und Sie sehen, hier gibt es den Punkt M. Die ersten vier wurden gemahnt.
Alle anderen sind noch nicht gemahnt, weil die Daten noch nicht für eine Mahnung gereicht haben. Das war's zu der Aufgabe 16 Mahnung. Vielen Dank.